Jetzt kommt ein Stück, da brechen mir beinahe die Tränen aus, wenn ich es lese. In einer Predigt vom Jahre 1880 schlägt Dr. Henry Gretton Guinness eine kraftvolle, für seine Zeit typische Tonart an. Das kommt aus dem Buch Romanism and the Reformation von Henry Gretton Guinness, geschrieben 1887. Und jeder, der es nicht kennt, dem rate ich nur an. Schaut in meine Spielliste von Inquisition Update, da findet ihr die Lesungen von Romanism and the Reformation. Es werden in total mehr als 30, es sind im Augenblick nur 10 oder 11. Aber es kommen mehr, aber ich habe halt so viel andere Arbeit zu tun. Aber es gibt in jedem Video einen Link, wo ihr euch die originalen MP3s von Talkshoe anhören könnt und ihr könnt original zuhören, was damals gesagt wurde. Ihr müsst nicht auf meine Videos warten, aber ihr müsst natürlich Englisch können. Henry Gretton Guinness. Was hat er zu sagen? Zitat: Ich sehe den großen Abfall. Ich sehe die Verwüstung des Christentums. Ich sehe die rauchenden Ruinen. Ich sehe die Herrschaft von Ungeheuern. Ich sehe jene Vizegötter, jenen Gregor den Siebten, jenen Innozenz den Dritten, jenen Bonifatius den Achten, jenen Alexander den Sechsten, Gregor den Dreizehnten, Pius den Neunten. Ich sehe ihre lange Folge. Ich höre ihre unerträglichen Lästerungen. Ich sehe ihren abscheulichen Lebenswandel. Ich sehe, wie sie angebetet werden von verblendeten Generationen, wie sie hohle Segnungen austeilen, wie sie ihren verlogenen Ablasshandel treiben und ein heidnisches Christentum schaffen. Ich sehe ihre livrierten Sklaven, ihre geschorenen Priester, ihre zölibatären Beichtväter, ich sehe den berüchtigten Beichtstuhl, ich sehe die verführten Frauen, die ermordeten Unschuldigen, ich höre die verlogenen Absolutionen, ich höre die Todesseufzer, ich höre die Schreie der Opfer, ich höre die Bannsprüche, die Flüche, den Donner der Interdikte, ich sehe die Folterbänke, ich sehe die Verliese, die Scheiterhaufen, ich sehe die unmenschliche Inquisition, jene Feuer von Smithfield, jene Gemetzel der Bartholomäusnacht, jene spanische Armada, jene unsäglichen Dragonaden, jene endlose Kette von Kriegen, jene entsetzliche Menge von Massakern. Ich sehe das ganze System und im Namen des Ruins, den es in der Kirche und in der Welt verursacht hat, im Namen der Wahrheit, die es verleugnet hat, des Tempels, den es geschändet hat, des Gottes, den es gelästert hat, der Seelen, die es zerstört hat, im Namen der Millionen, die es getäuscht hat, der Millionen, die es dahingeschlachtet, der Millionen, die es verdammt hat, gemeinsam mit heiligen Bekennern, mit edlen Reformatoren, mit unzähligen Märtyrern, mit den Glaubenden aller Zeiten, brandmarke ich es als Satans Meisterstück, als den Leib, die Seele und das Wesen des Antichristen. Ende Zitat. Charles Haddon Spurgeon, ein weiterer begabter Prediger des 19. Jahrhunderts, äußerte sich nicht minder energisch über die wahre Natur Roms, und seine diesbezügliche Überzeugung hatte sehr viel mit seinem Austritt aus der Baptistenunion zu tun. Zitat: Jeder Christ hat die heilige Pflicht, im Gebet den Antichristen zu bekämpfen. Und was der Antichrist ist, darüber dürfte es bei keinem normalgesinnten Christen Fragen geben. Wenn es nicht das Papsttum der Kirche Roms ist, dann gibt es nichts auf der Welt, das mit diesem Namen bezeichnet werden könnte. Denn es verletzt Christus, weil es ihn in seiner Herrlichkeit beraubt, weil es die Wirkungskraft der Sakramente an die Stelle seines Sühnopfers setzt und ein Stück Brot an die Stelle des Erlösers erhebt und ein Tropfen Wasser an die Stelle des Heiligen Geistes und weil es einen fehlbaren Menschen wie uns als Stellvertreter Christi auf Erden hinstellt. Wenn wir das Papsttum im Gebet bekämpfen, weil es gegen Christus steht, dann sollen wir die Personen lieben,
auch wenn wir ihre Irrlehren hassen. Wir lieben ihre Seelen, auch wenn wir ihre Dogmen verabscheuen. So werden unsere Gebete vor Gott angenehm, weil wir unseren Blick auf Christus richten, wenn wir beten. Ende Zitat. Angesichts dessen, dass Billy Graham 1989 erneut in England war, verdient der Leserbrief, den der Synodalabgeordnete der Freien Presbyterianischen Kirche Schottlands, Pastor Donald MacLean, am 11. November 1988 an die Times schrieb, noch immer sorgsame Beachtung. Zitat: Die ökumenische Bewegung, die Sie rühmen, ist die größte Katastrophe, die in diesem Jahrhundert über die christliche Kirche hereingebrochen ist. Sie hat die Kirchen dieses Landes zu einer Ansammlung blutleerer, rückgratloser, haltloser Organisationen schrumpfen lassen, die kaum noch ein müdes Wimmern für Christus und die Wahrheit zustande bringen. Kein Wunder, dass die Bosheit so sehr zunimmt und die geistliche Finsternis über die Jahre immer dichter wird. Ernsthafte Christen mit nüchternem Lebenswandel und tiefer geistlicher Gesinnung sind in ihren Augen Fanatiker und Frommtuer. Wenn das stimmt, dann waren erhabene Gottesmänner wie John Knox in Schottland, Johannes Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England ebenfalls Frommtuer in ihrem Kampf gegen die Irrlehren des Papsttums. Wir rühmen uns ihrer Gemeinschaft. Ende Zitat. Das baptistische Glaubensbekenntnis, abgeleitet von dem Westminster-Bekenntnis, hatte im Jahre 1989 sein 300-jähriges Jubiläum. Mit wunderbarer Klarheit erläutert es die großen Lehren von der Gnade und von der Erwählung, unterstreicht dabei die Herrschaft und Autorität Christi und setzt hinzu, Zitat: Dass der Papst von Rom der Mensch der Sünde sei, der Sohn des Verderbens, der sich selbst in der Kirche gegen Christus und alles, was Gott steht, Gott heißt, erhebt, den der Herr durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird. Ende Zitat. Das Kapitel schließt mit einem Zitat von Bischof J.C. Ryle, der entschieden in der protestantischen Tradition stand, und er hatte hierüber keinen Zweifel. J.C. Ryle, wie Henry Gretton Guinness, wie die anderen Stimmen, die ich gerade vorgelesen habe, warnende Stimmen. J.C. Ryle sagt, Zitat: Einheit ohne Wahrheit ist zwecklos. Wenn Rom die Beschlüsse von Trient und seine Zusätze zum Glaubensbekenntnis widerrufen hat, wenn es Bilderverehrung, Marienverehrung und Transsubstantiation ausdrücklich abgeschworen hat, dann und nur dann wird die Zeit sein, von Wiedervereinigung zu reden. Bis dahin rufe ich alle Christen auf, dem Gedanken der Wiedervereinigung mit Rom bis zum Tode zu widerstehen. Ende Zitat. Und dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.